Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir haben uns in der letzten Folge dort oben um die Drachensnapper endlich mal gekümmert. Und ich will eigentlich jetzt mal in Richtung hier neues Lager gehen. Und da auch mal hier die Echsenmenschen und so weiter und Orks und was auch immer da ist, mal mich drum kümmern. Ich glaube, das überleben wir nicht. Doch, überleben wir. Vor allem da ist ja auch schon Eis. Hier, der Paladin liegt ja immer noch rum. So. Hier gibt es aber auch keine Überlebenden mehr. Hier sind, glaube ich, das hatten wir auch, glaube ich, schon, ne? Oh, Inno-Statue, Gold. Hier ist eine Inno-Statue, okay. So, doch, hier gab es noch Überlebende, okay. Gräfling, Grimes. Hey, du. Was macht die Arbeit? Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Apropos, kann ich hier auch mir jetzt eigenes Erz holen? Wenn ich jetzt mitschürfe? Ich glaube nicht. Ich krieg hier kein Erz raus. So, wir müssen aber auch langsam uns wieder, was Gesundheit angeht, aufladen. Da ist ja auch eingestürzt. Warte mal, das ist doch... Stimmt, das ist doch die eingestürzte Mine, oder nicht? Vom alten Lager. Die alte Mine. Stimmt, und da waren jetzt die Echsenmenschen. Ich würde hier vielleicht mal mittlere Wunden heilen. Benutzen. So. Einmal speichern. Und mich um die Echsenmenschen kümmern. So, nicht alle auf einmal. Wenn nur einer bis maximal zwei wären, ist in Ordnung. Einer bis maximal zwei, habe ich gesagt. So. Hey. So, und den nächsten. Den nächsten will ich auch noch haben. So, ich hoffe, wir kriegen das hin. So, okay. Nice. So, das speichern wir. Aber ich feiere das. Wir kriegen die jetzt alle nach und nach auseinander. So. Da habe ich jetzt nicht so nice reagiert. Ich speichere das auch nochmal. So, okay, aber
Den können wir direkt da angreifen. So. Und seine Axt will ich auch noch einsammeln. Schwert, sein Schwert. So, waren da noch mehr? Oder hier zumindest? Ich höre hier auf jeden Fall noch Lurker irgendwo. Oder sind das die da? Das sind auch schon mal 5. Speicher nochmal. Doch, hier sind Lurker unter Wasser wahrscheinlich. So, die 5 muss ich erstmal wieder trennen voneinander. Nein! Das war keine gute Idee. Das echt nicht gut. So. Was ist aber jetzt mit den Lurkern hier unten feststecken? Jetzt kommen die alle wieder hinterher. Na toll. Ah. So, die 3 kann ich zumindest jetzt doch noch irgendwie trennen, oder? Ne, das sind wieder alle. Na super. Ach nö. Ich lock die aber auch jetzt irgendwie, keine Ahnung, bis wohin. So. Das sind jetzt nur noch 2, ja? Wie mache ich das jetzt mit denen? Autsch! Das war jetzt sehr super. Ich glaube, das wird sehr gut laufen, gleich mit denen. Ach nö. Wie soll ich das jetzt mit denen machen? Ja. So, den habe ich geschafft. Und den will ich jetzt auch mal. Warte, ich speichere vorsichtshalber. Nicht, dass ich jetzt hier doch noch drauf gehe. Okay, den habe ich geschafft. So, jetzt aber einmal heilen. Und hier waren doch, glaube ich, irgendwo noch Pilze, meine ich, gesehen zu haben. Wenigstens habe ich hier alle Orks und alle anderen Viecher besiegt, dass die mir keine Probleme mehr machen. Und wie weit ich jetzt mit denen hier rausgelaufen bin, von da oben bis hierhin.
So. Okay, hier oben hört das Geräusch vom Wasserfall auf. So, das sind jetzt nur noch drei. Nein, falsche Waffe. Dasselbe Spiel mit denen dreien jetzt. Na super. Ja. So, das heißt... Ah, die trennen sich auch. Das heißt, ich kann jetzt... Kann den vielleicht noch anlocken? Optimal, perfekt. Und den da. Der ist jetzt alleine. Na, hier sind echt Lurker hier unterm Eis. Irgendwo sind da unterm Eis Lurker. So, das können wir speichern. Ich finde es schade, dass wir an die Lurker da unterm Eis nicht rankommen. Echt schade. Das sind Erfahrungspunkte, die jetzt unerreichbar sind. So, gab es denn auch noch Echsenmenschen? In dem Bereich? Nope, hier gab es keine. Okay. Wie sieht's denn dort aus? Oder warte. Hier unten vielleicht? Ne, ich glaube nicht. Können wir vielleicht später nochmal hingehen und gucken, ob es da noch was gibt. So, hier gab's niemanden mehr. Hier ist auch alles niedergeholzt, aber hier sind auch mehr Bäume als vorher. Eiswölfe. Keine Ahnung, ob wir gegen die schon ankommen. Ich weiß nicht, wie stark die sind. So, erstmal gucken. Okay, das war ein bisschen dumm gewesen, wie ich das gemacht habe. Beziehungsweise vielleicht habe ich auch einfach viel zu wenig Leben aufgetankt. Und hätte das vielleicht so geschafft. So, und speichere jetzt noch einmal. Nur um sicher zu gehen. So. Okay, der hat schon mal Fokus auf mich. Ah, doch. Doch viel einfacher, als ich gedacht hatte. So, Wolfsfell. Der hat ein ganz normales Wolfsfell, okay. Wo ist die Musik hin? So, den nehmen wir mit. Gab es hier nicht noch mehr? Da ist eine Höhle. Ja, wo ist denn die Musik hin? Ah, doch, hier gab es noch. Hier ist die Hütte. Die ist auch noch mehr untergegangen, kann das sein? Fackel und Trank. Perfekt. Ne, jetzt ernsthaft, wo ist die Musik hin? Autsch. Ich hau mal kurz ab. Hä, wo ist denn jetzt ernsthaft? Wo ist die Musik hin? So, ich
Muss jetzt außer Reichweite sein. Speicher nochmal. Und dann würde ich vielleicht einmal laden. Vielleicht kommt jetzt die Musik wieder. Na, wo ist denn die Musik hin? Und was ist mit denen? Warum greifen die mich an? Sind das Belia-Anhänger? Robert Zweihänder. Dietriche. Und da drinnen? Herumtreiber. So, grobes Kriegsbeil. Nehme ich auch alles mit. Oh, hier ist ein Bett. Und der hat einen Apfel. Der hat auch einen Apfel. Okay, nachdem wir hier alles gelootet haben, dann können wir hier auch uns pennen legen. Steintafel. So, Trank. So, was hat der in der Truhe? So, was sind das da? Bergkristall und Gletscherquarz. Okay, nice. Das heißt, dann können wir jedes Mal hierhin zurückgehen und schlafen. Wenn wir die da hinten ausschalten wollen. Speicher jetzt nochmal. Neue Operationsbasis für das Gebiet. Mal gut. Goblins! Und da sind auch schon mal wieder die nächsten von den anderen. So, rostiges Schwert. Schwerer Ast. Schwerer Ast. Nein. So. Das heißt, hier nochmal speichern. Jetzt ernsthaft, wo ist die Musik hin? Ah, okay, zwei könnten wir vielleicht sogar noch so hinkriegen. Ja, okay. Optimal, Echsenschwert. Noch ein Echsenschwert. Wo ist, jetzt ernsthaft, wo ist die Musik hin? Das ist mir jetzt gerade wirklich ein bisschen suspekt, was da los ist, warum ich jetzt keine Musik habe. Muss ich jetzt einmal das Gebiet vielleicht verlassen und dann wieder hierhin zurückkehren? Ist das ein Bug? Was ist denn das jetzt? Ich gehe mal kurz gucken. Also ich verlasse hier einmal das Gebiet. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir jetzt hier reingekommen sind und einfach ein kleiner Bug. Sobald wir das Gebiet verlassen und wieder zurückkommen, müsste das dann hoffentlich wieder laufen. Stimmt, da waren Eisgolems. Da waren Eisgolems. Mal gucken, ob ich auch die einzeln da rauslocken kann gleich. Ich kann nicht einmal mehr meine eigenen Schritte hören. Ah! Da ist die Musik wieder. So, speichern. Kann ich den anlocken? Jo, der kommt hier hin. Oh. Wenn ich in die Richtung gehe, kommt er hinterher. Hier liegt ein Pfeil. Hallo?
Was ist mit dir? Der ist festgefroren, ne? So, wenn ich jetzt noch mal den hier mache. So. Und wieder hierauf wechsel. Okay, nice, den haben wir jetzt. Nichts zu holen. So, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen Heiltränke zu uns nehmen. So, nochmal speichern und den nächsten jetzt auch noch niedermähen. Okay, den haben wir. Jetzt ist die Frage, gehen wir einmal da hoch und hauen alles zu Klump oder hier unten? Hier ist so viel Heilkraut. Nice. Gibt es hier noch mehr Heilkraut? Wir müssten mehr Heiltränke kaufen. Komm, wir fangen hier unten an und speichern das jetzt mal. So. Da sind noch mehr Eisgolems. Der hat unseren Visier. So, und jetzt kommt der. Da sind auch nochmal zwei Eisgolems. Komm, gegen zwei Eis. Okay, alle drei kommen. So. Komm, dich kriege ich auch noch. So, wir machen jetzt wieder eine etwas längere Folge, um hier alles zu befreien. Habe ich jetzt so entschieden, weil das wird hier noch sehr spannend. Vor allem, warte mal, wir hatten auch vorhin eine Steintafel entdeckt. Was ist denn das für eine Steintafel gewesen? Da. Das Bogenschützen 2, wieder mal. Wie sieht's aus mit Bogen? Da sind wir schon bei 38, Armbrust bei 24. Ist ja super. So, den haben wir. Vorne liegt auch noch wieder was. Beintafel oder Bruchrolle, okay. Und ein Fellknöterich. Das heißt jetzt hier nochmal speichern. Und mit dem da genau das gleiche jetzt abziehen. So, manchmal funktioniert das mit diesem zur Seite laufen und manchmal irgendwie nicht. Ich weiß das, ich verstehe das auch nicht. So, kriegen wir die beiden? Hier unten aufs Eisfeld. So, jetzt haben wir die beiden und können nochmal pennen gehen da in unsere neue Operationsbasis für hier.
Selbe Strategie wie vorhin mit Kavalons Hütte. Wir haben jetzt aber eine Höhle dafür. Und da ziehen wir jetzt ein Weilchen durch, bis hier auch alles frei ist. Dann haben wir zumindest die Wege zu drei Drachen frei. Und dann stelle ich mir die Frage, gibt es noch einen vierten? Und eventuell auch noch mehr? Aber ich gehe auch von aus, dass irgendwann die Quests so heißen, so, du musst jetzt die Drachen besiegen. Besiege jetzt, wie hießen die nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Der eine Feuerdrache hieß irgendwas mit einem F. Anfangsbuchstabe war, glaube ich, ein F. Fermentier oder so. Irgendwie in der Richtung. Habe ich im Kopf. So, ach, einmal nochmal speichern, weil wir sind jetzt wieder aufgeladen. Wo war jetzt der Eingang nochmal da vorne? Da vorne haben wir den Eingang. Ja, aber das neue Lager müssen wir ja auch halt befreien. Wo? Ach, da. So, haben wir die auch nochmal. So, nochmal speichern. Und gucken, gibt es hier noch mehr Eiswürfel? Einen Trank gibt es hier auf jeden Fall. Und ein Irrlicht. Kann ich das Irrlicht anlocken? Ja. Ein Schlag, der ist weg. Vorausgesetzt, ich treffe den auch. Komm her. Ernsthaft? Wieso treffe ich den nicht? Ja, jetzt habe ich den. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, das Spiel war mir gerade abgestürzt und ich habe hier jetzt... Da ist nichts zu holen. Den Irrlicht nochmal gekillt gehabt. Um zu gucken, stürzt das... Ja, stürzt das Game mir noch einmal ab. Die Musik ist aber wieder weg. Weshalb wir jetzt noch einmal hier rausgehen, vielleicht noch einmal kurz schlafen. War ich ja vielleicht mal vorsichtshalber. Ich weiß jetzt aber nicht, woran genau es lag, dass es abgestürzt ist. Oh, da vorne sind noch ein paar Kräuter. Die muss ich auch noch mitnehmen. Vor allem das Textfeld, was ja angezeigt wurde, was ihr vorher noch gesehen hattet, war nicht lang genug da, dass ich dann hier irgendwie das lesen konnte, um zu gucken, woran das lag. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft gehabt, dass hier schneien würde statt regnen in dem Gebiet. Aber okay, hier regnet es halt. Dann ist es so, dass es hier regnet. Feldknüttrich haben wir wieder. Und noch ein Heilkraut. Also ich müsste mal schauen, was ich hier eigentlich mit diesen Feldknüttrichen, also wie ich das mit den Feldknüttrichen nochmal mache, dass ich daraus Tränke herstellen kann. So, wir legen uns jetzt nochmal schlafen. Einfach, damit wir wieder volles Leben haben. Einfach, um eine Nummer sicher zu gehen.
Weil da sind ja jetzt Eisgolems und diese Dingens hier. Echsenmenschen. Aber hier sind auch viele Irrlichter. Boah, mir juckt die Nase gerade. So, aber das neue Lager wollen wir ja natürlich auch befreien. Ich bin neugierig, ob wir hier auch Infos oder sowas zu den ganzen Leuten, die hier waren, bekommen. So. Okay, das war jetzt knapp. Fast wäre ich draufgegangen. Das müssen wir speichern. So, Spiel speichern. Und nochmal schlafen gehen. So, weil, ja, wenn ich jetzt nochmal hier irgendwie... Ich glaube, ein Schlag, wir sind down. Wir sind weg. So, da ist direkt die Höhle. Ne, warte, das ist eine andere Höhle. Stimmt, das... Ich weiß, welche Höhle das ist. Das mit dem Wasser drin. Da haben wir noch nicht reingeguckt. Gibt's auch was Neues. Da ist jetzt kein Wasser mehr, sondern Eis, aber... Gibt's hier sonst noch was? Heilpflanze? Eine Truhe und noch eine Schriftrolle. Was? Alter, hat mich das jetzt aber erschrocken. Okay, ich glaube, hierfür werde ich einmal den hier machen müssen. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Drecksgoblins. Ja. Alter, will der mich... Na jetzt ernsthaft, wo kamen die denn alle auf nicht einmal so her? Nichts zu holen. So, einmal kurz gucken. Gibt's da... Hat sich hier noch irgendwas gerespawnt oder so? Ne, ich glaube, die waren jetzt aber nicht gespawnt, oder? Die waren jetzt einfach nur... Also, nur die waren jetzt extra gespawnt worden, oder? Einfach um zu erschrecken, so einen kleinen Jumpscare, oder? Gehe ich mal von aus. So, bis zum nächsten Morgen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt alles andere auch wieder da ist. Hätte ich jetzt wenig Lust zu, obwohl wären Erfahrungspunkte. Aber alles wieder von vorne? Hätte ich jetzt nicht die Lust. Na, immerhin ist hier auch nicht alles wieder von vorne. Immerhin. So, da ist ja die Hütte vom Reislot. Da will ich ja auch mal rein. Vielleicht finden wir noch irgendwas über den. Oder Lefty. Ich würde mich freuen, wenn ich da irgendwas noch zu denen finde. Auch wenn wir die umgelegt hatten. So, den haben wir umgelegt. Nichts zu plündern.
gibt's hier drin noch was? Wein? Noch ein Wein? Noch ein Wein? Hier noch eine Spruchrolle? So, ich suche mal eben eine Fackel. Ich sehe hier einfach viel zu wenig. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Im Regal ist nix. Aber wenn es hier jetzt noch ein Bett gäbe. Was? Leichter Fisch? Leichter Fisch. Ein Lederbeutel. Und hier noch ein Lederbeutel. So, alte Steintafel haben wir hier. Wo haben wir den leichten Fisch? Dietriche, nice. Noch ein Fisch. Das ist aber ein normaler Fisch. Okay. So, die Fackel können wir wieder wegmachen. Und legen uns hier ins Bett. Da können wir von hier aus noch eher das komplette Ding hier freiräumen. Oh. Wie hat er mich nicht da drinnen sehen können? Hier noch einer irgendwo versteckt? Nope, hier ist kein weiterer versteckt. Na, jetzt ernsthaft, wie hat er mich nicht gesehen? So, ich guck erstmal hier oben, ob hier oben jemand ist. Da sind noch ein paar Eiswölfe. Ich würde zuerst den da unten wegmachen. Weil wenn wir den weg haben, haben wir immerhin noch ein leichteres Spiel, hier wieder zurückzukommen. So, du komm her. So, davon haben wir noch einen Feldknöterich. Der seid noch irgendwas? Nope. Vorsichtshalber nochmal speichern. So. Kommst du? Schaffst du es? So, nehmen wir alles mit. Und die da vorne auch. So, nice. Wir sehen den Drachen von hier aus jetzt schon. So, aber wir müssen jetzt nochmal schlafen. Wir befreien hier das ganze Ding auch nochmal. So, Bett. Bis zum nächsten Morgen. Welchen Tag haben wir jetzt? 109, also schon bald den 160. Das mit den 180 Tagen werden wir nicht mehr schaffen. Ich sehe es jetzt schon. Wir werden hier sehr viele Tage schon, also hier jetzt auch noch verbringen. So, jetzt ist die Frage. Zuerst den Eisgolem da oben? Ja, ich glaube den Eis... Nee, ich mache zuerst die Echsenmenschen da unten. Nee, komm, der ist näher. Machen wir zuerst den.
Vorausgesetzt, wir kommen da hoch. Nein! Kann ich hier raus? Wo habe ich zuletzt gespeichert? Super. So, du komm her. Ja, ich habe jetzt so schlau wie ich bin einfach mal vergessen zu speichern. Warte mal, ich speichere jetzt noch einmal zur Vorsicht. Und die Musik ist schon wieder weg. So. Und der hat mich jetzt einmal erwischt, weil ich so doof war und nicht gedingst habe. Ey, das mit der Musik stört mich jetzt. Woran liegt das, dass die Musik immer aufhört? Jetzt ernsthaft, das ist absolute Stille. Warum? Warte mal, vielleicht eine Einstellung einmal. Aus und wieder an. Sprachenhall wenig. Sound Provider Miles Fast. Jetzt hört er, warum keine Musik? Noch ein Fisch. Jetzt ernsthaft, das mit der Mucke, das stört mich gerade. Weil ich jetzt trotzdem vorsichtshalber nochmal, weil jetzt sind wir voll. Ich hoffe, es kommt jetzt zumindest Kampfmusik gleich, wenn wir gegen den Eisgolem da oben kämpfen. So, den haben wir ohne Schaden zu bekommen. Aber keine Kampfmusik. Was haben wir denn hier? Kräuter und eine Truhe. Snapperkraut. Na. Ah. Ja. So, da sind wieder ein paar von denen. Aber ich mache erstmal da hinten die weg. Und ich sehe gleich zu, dass ich das mit der Musik wieder hinkriege. Oh, und da ist noch ein Irrlicht. Ich hoffe, den kriege ich dieses Mal beim ersten Schlag. So. Speichern und den nächsten da hinten. Ich hoffe, ich schaffe das mit denen. Hey!
Stufe aufgestiegen. So, wie viele Punkte haben wir jetzt? 10. Wir haben wieder 10 Lernpunkte. Noch einmal aufsteigen und dann haben wir wieder 5 Punkte quasi für die nächstbessere Waffe. So, ich würde jetzt aber einmal pennen gehen, dann einmal kurz aus dem Gebiet raus und wieder rein, damit wir wieder Musik haben. Diese Stille, die stört mich. Ist echt hier stille Weihnacht. Vor allem bald haben wir auch schon wieder Weihnachten. So, wir schlafen. Einmal das Gebiet verlassen. In der Hoffnung, dass wir wieder zu Kräften kommen, also zu Musik kommen. Kräfte. Wie kam ich jetzt da drauf? Zu Kräften sind wir ja schon durch Schlafen gekommen, aber... Wenigstens hört man die Schritte auf dem Eis. Und hier auch. Jetzt hier nicht mehr. Wie soll ich diese Stille hier füllen? Jetzt mal im Ernst. Ich kann nicht so viel labern. Okay, kann ich schon, aber... Nur, es kommt nichts Sinnvolles raus. So, hier haben wir wieder Mucke. So. Ich finde es interessant, wie sich der Schnee gerade bewegt. Okay, der Schnee bewegt sich schon sehr komisch. Heißt es eigentlich überhaupt der Schnee oder das Schnee? Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch, was Grammatik angeht, nicht gerade der Beste. Kann man da eigentlich auch immer noch hoch oder wieder hoch? Würde ich gerne mal schauen. Die Leiter war normalerweise mal hier, hä? Jetzt existiert die nicht mehr. So, einmal auf der Map will ich mal gucken. Können wir nochmal zum Talkessel? Also zur Mine, zur neuen Mine. Beziehungsweise Mine des neuen Lagers. Was es jetzt nicht mehr ist. Nächster Eisgolem. Hier sind aber auch echt viele von denen. Und noch ein Eiswolf. Out. Okay, einen Schlag habe ich passiert. Haben wir hier Heilwurzel, dann noch ein Trank, noch ein Heilkraut und eine Blauflieder. Und keine Ahnung, ob wir überhaupt da hoch können. Da vorne sehe ich aber was. Bei dem nächsten Eisgolem. Den wir umboxen dürfen. Okay, der hat mich trotzdem gut erwischt. Da unten sind Ecken. Nein! Verdammt. Um die kümmere ich mich später. Jetzt erstmal wieder Leben voll machen.
So, aber ich will das hier auf jeden Fall auch noch frei haben. Noch in dieser Folge. Und dann will ich zusehen, dass ich hier die ganzen Quests jetzt auch mal erledigt bekomme. So, Bett. Bis zum nächsten Morgen. Und speichern. So, die befanden sich ja da hinten. Und da eben noch einstecken. Aber ich finde es schade, dass ich hier jetzt keine Informationen zu den Leuten von hier finde. Also nichts zum Reislord oder Lefty. Die sind wahrscheinlich tot. Ich kümmere mich zuerst um die beiden. So. Hey. Okay, das war eine schwere Geburt. Aber das speichere ich trotzdem. Und sehe zu, dass ich dann da vorne die Wölfe. Oder den Wolf. Kaputt mache. Da ist noch ein Eisgolem. Also, ich will nicht, dass der da hinten auf mich aufmerksam wird. So, dann würde ich vielleicht nochmal den hier nutzen. Und nochmal speichern. Schnapp mir die beiden. Ja, komm, hierher. Put, put, put. So, alles mitnehmen, speichern und den da. Dort, ihr Licht. Ja, komm. Ich will jetzt die da hinten nicht auf mich aufmerksam machen. Ja. Speichern. Eisgolem. Den holen wir uns auch. Nein! So, noch ein neuer Versuch. So, den haben wir geschafft. Perfekt. So, nochmal voll machen. Speichern. Und zu der Waffe wechseln. So wie sie gehört. Wie viel haben wir noch an den Zaubern? Haben wir nichts mehr. Okay. Dann haben wir nur noch einmal schwere Wunden heilen. Oder zweimal, glaube ich. Da sind noch mehr Eisgolems. So.
So. Okay. Haben wir? Gibt hier noch mehr Gegner? Hier vorne rum? Die Musik ist schon wieder weg. Fällt mir jetzt erst auf, dass die Musik schon wieder weg ist. Was soll denn das? Liegt das an dem Gebiet hier oder so? Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, dass hier in dem Gebiet die Musik einfach weg ist, verschwindet? Wie oft muss ich hier das verlassen, sagen wir so? Oder ist bei mir das Spiel irgendwie defekt, kaputt? So, ich schlaf hier noch einmal. Ich glaube, diese Renntränke brauche ich nicht so wirklich. Hier, Trank der Geschwindigkeit. Ich nutze mal einen, um einmal kurz rauszugehen, damit die Musik wieder spielt. Wir haben auch schon 11 Stück von den Dingern gehabt. Jetzt 10 wieder, aber... Ich finde es lustig, wie er am Rennen ist. So, aber wir holen uns jetzt die nächsten Echsen. Warte mal, wir haben 10 Lernpunkte insgesamt. Warte, wie viel brauche ich jetzt noch? Ja, 351.500 für die nächste Stufe. Das könnte eine Aufgabe werden. Wir haben jetzt nur so viele Stufen geschafft, um aufzusteigen, weil wir hier auch durchgehend die Leute hier am, die Viecher hier am kaputt machen sind. Alter, wie viele Eiswölfe sind denn hier? So, ich will jetzt nicht, dass die alle gleich... Nicht, dass die jetzt alle gleichzeitig herkommen. Jo, sehr gut. Kann ich denen noch entkommen? Ich hoffe, ich kann denen noch entkommen. Den Wölfen. Ah, okay. Den konnte ich noch entkommen. So, die 3 Äpfel. Das schmeckt saftig und frisch. So, die Suppe. So, was kann ich noch nehmen? Hatte ich hier nicht noch... Was war das? Heiliges Licht. Paladin-Zauber. So. Speichern. Und nochmal darüber. Hä, wie lange... Wie lange kann ich jetzt noch weiter rennen? So, die Wölfe, die hier waren, sind jetzt weg, aber ist jetzt halb so schlimm.
Das sind echt viele Eiswölfe. Da kann man schon den einen Drachen erkennen. So. Ja, der ist jetzt aufmerksam. So, bitte bleib hängen, ja? So, das nehmen wir mit. Hä, wie lange will ich... So, einmal speichern. So, wie weit kommen die hinterher? Hallo, auch zur Seite gehen. So. Da ist nichts zu holen. Wo ist das andere Schwert? Da. Ah, jetzt können wir auch endlich wieder normal laufen. Nochmal speichern, um sicher zu gehen, dass wir den Stand jetzt auch nicht verlieren. So, da haben wir den Eisdrachen. Autsch. Nein. Ja. Und die Musik ist schon wieder weg. So, ich will den da anlocken. Ja, nice, den haben wir. So, jetzt gehen wir einmal schlafen. Beziehungsweise, warte mal, ich gönne mir nochmal diesen Geschwindigkeitstrank. Um einmal aus dem Gebiet hier raus und dann wieder rein. Weil mich das tatsächlich mit der Musik sehr stört, dass die einfach verschwindet in diesem Gebiet. Darf hier keine Musik sein? Oder was will das Spiel mir damit sagen? Das Stille stört mich aber auf jeden Fall. Also ich hoffe, das mit dem Rennen ist aber gleich vorbei, sobald wir uns schlafen legen. Und ich stelle mir auch die Frage, wird es hier auch Gegner geben, die ja noch stärker sind? Also abgesehen jetzt von den Drachen, die sind ja jetzt erstmal quasi die großen Bossgegner hier. So, bis zum nächsten Morgen. Ne, wir können immer noch rennen, okay. Aber gut, dann können wir vielleicht die nächsten Viecher da vom Drachen weglocken. Zum Beispiel die Wölfe. Aber ich frage mich auch, wie hier das passieren konnte. So.
So. Der eine Wolf ist schon mal... Der hat schon Schaden gehabt, okay. Dann holen wir uns die Echse jetzt. Ohne dass der Drache uns angreift. So. Und jetzt den Wolf. Okay, der Drache kommt hinterher. So, nehmen wir alles mit. Speichern. Jetzt will ich gucken, sind wir in der Lage, gegen den Drachen zu kämpfen? Den kaputt zu hauen? Finkrek. Nee. Hier fehlt mir was. So, aber können wir hier looten? So, hier Lederbeutel. 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 Noch ein Lederbeutel. Ein Drachenei. Wo ist er hin? Warte, was? Sturmbringer? Warte mal. Drachenschneider ist das Beste. Sturmbringer danach? Okay, das ist, so, was haben wir noch eigentlich, was Gesundheit angeht? Der Drache ist auf jeden Fall nicht mehr in Reichweite. Haben wir noch irgendwie was? Ich glaube, ich muss hier wirklich jetzt die anderen Sachen fressen. 30.800 haben wir. So, was gibt noch Leben? Komm, zwei Käse, zwei Brot können wir essen. 49 Fisch haben wir. So, Heilkraut. Warte mal, was haben wir hier? Heilpflanze. Die gönnen wir uns jetzt auch nochmal. Schaffen wir doch, oder? Das Rennen müsste jetzt aber, glaube ich, vorbei sein. So, speichern, weil wir jetzt alles gelootet haben. Ja, das Rennen ist vorbei. Den Drachen können wir nicht bekämpfen. So, aber was wir machen können, ist hier jetzt speichern, weil wir jetzt raus sind. Und die Eisgolems da, die beiden. Kaputt hauen. Nein! Hm? Ist gut gelaufen. So, jetzt ist wieder die Musik vorbei. Ich würde gerne nur einen von denen haben.
Den vielleicht so? Von dem anderen da weglocken. Der Drache kommt auch immer näher hier raus. Sehe ich gerade. Den haben wir. Das heißt, da ist nur noch der eine da oben. So speichern, weil wir den jetzt besiegt haben. Nicht, dass der uns jetzt doch noch trifft und dann vorbei mit uns. Ja, aber was ist mit dem Drachen? Wieso kommt er immer hier näher? In diese Richtung? Hä? Sag mir bitte, dass er jetzt nicht gedespawnt ist. Ah, okay. Der hat sich wieder resettet auf seinen Posten da hinten. Immerhin. So, und das müsste jetzt dann der letzte sein, glaube ich. Ich glaube, weiter nach oben geht's nicht, oder? Doch. Nee. Das war's. Hallo, dreh dich. Komm. Nein, laufen. Hä? Ja, nice, haben wir geschafft. Schlachtaxt. Noch eine Rune und noch ein Lederbeutel. So, dann war's das eigentlich im Grunde, oder? Ich glaube, wir haben dann alle Gebiete hier befreit. Wir waren jetzt bei Xardas Turm. Also es gibt nur drei Drachen, ne? Hier im Eisgebiet, dann das den einen Sumpfdrachen. Und dann, nee, wir waren noch nicht bei dem Turm da ganz unten, unten rechts. Da waren wir noch gar nicht. So, aber das wird gespeichert, weil wir jetzt alle Gegner hier in dem Bereich auch besiegt haben. So, was müssten wir dafür eigentlich dann den besten Weg nehmen? Wenn wir hier so... komm, wir gehen einfach... Warte mal. Wir haben ja eine Rune. So, Rune, Teleport zur Burg. So. Ein Runentisch, Alchemietisch. Sonst gibt's hier nichts. Außer hier vielleicht noch ein Bett. Gab's nicht hier noch ein Bett? Honig. Laborwasserflasche. Das nehmen wir mit. Kohle, Laborwasserflasche, nice. Ich glaube, denen ist egal, wenn ich hier mir was mitnehme. Gab's hier kein Bett? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das hat er doch vorher gewusst. Okay, hier schneit es jetzt. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Hier gibt's Betten. So, bis zum nächsten Morgen. Gucken die mich erstmal ganz komisch an. Sag mir nicht, dass apropos, du das nicht kann ich Garon Bescheid sagen, genau, dass es jetzt vorbei ist mit den Orks? Die sind alle erledigt? Wir können ganz deiner Meinung auf mich. Jetzt sind die wirklich alle erledigt. Jetzt sind wirklich keine Orks mehr übrig. Hier, Garon. Nein. Nichts Neues.
Parseval? Warum guckt er mich so an? Ja, jetzt vom Schnee in den Regen, okay. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, aber ich würde sagen, das nächste Gebiet, da unten rechts, wo wir noch nicht waren, aber noch hin wollten. Ah, warte mal, ein Gebiet haben wir auch noch vergessen. Was hat er da vorher gewusst? Wir haben noch ein Gebiet vergessen. Ich hab was anderes gehört. Wenn wir hier links diesen Bergweg hier noch entlang gelaufen wären. Okay, das heißt, wir bleiben noch ein bisschen hier. In der alten im Minental. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wieder über eine Stunde. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.